Kapitel 16. Im 17. Jahr Pekachs des Sohnes Remalias wurde Ahas König, der Sohn Jothams des Königs von Juda. 20 Jahre war Ahas alt, als er König wurde, und er regierte 16 Jahre zu Jerusalem. Und er tat nicht, was dem Herrn seinem Gott wohlgefiel, wie sein Vater David, denn er wandelte auf dem Wege der Könige von Israel. Dazu ließ er seinen Sohn durchs Feuer gehen nach den greulichen Sitten der Heiden, die der Herr vor den Israeliten vertrieben hatte, und brachte Opfer dar und räucherte auf den Höhen und auf den Hügeln und unter allen grünen Bäumen. Damals zogen Rezin, der König von Aram, und Pekach, der Sohn Remalias, der König von Israel, hinauf, um gegen Jerusalem zu kämpfen, und belagerten Ahas in der Stadt. Aber sie konnten sie nicht erobern. Zu dieser Zeit brachte Rezin, der König von Aram, Elat wieder an Edom und vertrieb die Judäer aus Elat. Danach kamen die Edomiter und wohnten darin bis auf diesen Tag. Aber Ahas sandte Boten zu Tiglat-Pileser, dem König von Assyrien, und ließ ihm sagen, ich bin dein Knecht und dein Sohn. Komm herauf und hilf mir aus der Hand des Königs von Aram und des Königs von Israel, die sich gegen mich aufgemacht haben. Und Ahas nahm das Silber und Gold, das sich in dem Hause des Herrn und in den Schätzen des Königshauses fand, und sandte dem König von Assyrien Geschenke. Und der König von Assyrien hörte auf ihn und zog herauf gegen Damaskus und eroberte es und führte die Einwohner weg nach Kir und tötete Rezin. Und der König Ahas zog Tiglat-Pileser entgegen dem König von Assyrien nach Damaskus. Und als er den Altar sah, der in Damaskus war, sandte der König Ahas zum Priester Uriah Maße und Abbild des Altars, ganz wie dieser gemacht war. Und der Priester Uriah baute einen Altar und machte ihn so, wie der König Ahas zu ihm gesandt hatte von Damaskus, bis er selbst von Damaskus kam. Und als der König aus Damaskus zurückkam und den Altar sah, trat er heran, stieg hinauf und verbrannte darauf sein Brandopfer und Speisopfer und goss darauf sein Trankopfer und sprengte das Blut der Dankopfer, die er opferte, an den Altar. Aber den kupfernen Altar, der vor dem Herrn stand, tat er weg, damit er nicht stehe zwischen dem Altar und dem Hause des Herrn, sondern setzte ihn an die Seite des neuen Altars gegen Norden. Und der König Ahas gebot dem Priester Uriah, auf dem großen Altar sollst du anzünden die Brandopfer des Morgens und die Speisopfer des Abends und die Brandopfer des Königs und sein Speisopfer und die Brandopfer des ganzen Volks samt ihrem Speisopfer und Trankopfer, und alles Blut der Brandopfer und das Blut der Schlachtopfer sollst du daran sprengen. Aber wegen des kupfernen Altars will ich bedenken, was ich mache. Der Priester Uriah tat alles, was ihm der König Ahas geboten hatte. Und der König Ahas brach die Leisten der Gestelle ab und nahm die Kessel von ihnen herunter, und das Mehr nahm er von den kupfernen Rindern herunter, die darunter waren, und setzte es auf ein steinernes Pflaster. Auch die bedeckte Sabbathalle, die am Tempel gebaut war, und den äußeren Königseingang am Hause des Herrn änderte er, dem König von Assyrien zuliebe. Was aber mehr von Ahas zu sagen ist, was er getan hat, siehe, das steht geschrieben in der Chronik der Könige von Juda. Und Ahas legte sich zu seinen Vätern und wurde begraben bei seinen Vätern in der Stadt Davids. Und sein Sohn Hiskia wurde König an seiner Stadt.